Moin, moin. Ich will jetzt mal sagen, wenn hier zwei so eine Lichter brennen, dann, naja, dann wird es vielleicht ein bisschen langweilig. Dann kann man auch gleich wegschalten. Man kann aber auch zuhören. Also, Agathon. Vor über 200 langen Jahren schrieb Wieland seinen Agathon. Manch einer meint, aus diesem Grunde ist lange her, das hatten wir schon. Martin, Freund von Schiller und Kleist, traf sich in Tiefurt gerne zum Plaudern. Was heute kaum noch jemand weiß, und das lässt mich im Innern schaudern. Denn hochaktuell ist Agathon, erzogen wurde er in Delphi, dieser uneheliche Griechensohn, im Tempel von Delphi lehrte man ihn. Doch die Liebe von verlangenden Frauen ließ ihn leider bald schon schwanken. Er verlor sein großes Vertrauen und floh, ohne sich nun zu bedanken. Er floh nach Smyrna, Syrakus, bis Tarent, war auch in Athen, lernte zu schmecken den Judaskuss und konnte leider nicht viel verstehen. Tarent war nun Republik, die sprang aus Dichters Fantasie. Erlebt hat Christoph Martin Wieland, in Realität sie leider nie. Gerechtigkeit, Vertrauen und Fleiß, das stellte Wieland sich dort vor. Doch wie man heutzutage weiß, hängt da ein großes Schloss davor. Die Philosophie des Architos, so lässt er die Geschichte enden. Wer Agathon schon einmal las, muss nicht weiter Zeit verschwenden. Wer nicht, der sollte Zeit anwenden, denn interessant ist's allemal. Wozu das Fahrrad neu erfinden? Man könnte auch sagen, na schauen wir mal. Und tschüss.